Videomix Nummer 161. War noch so irgendwann Videomix 161. Normalerweise tue ich nur Englisch und spanische Videos produzieren, aber ich werde eine Ausnahme machen. Es geht um eine Geschäftsidee, hauptsächlich Kanarische Inseln, zuerst einmal Gran Canaria. Meine ersten Gedanken habe ich schon im Videomix Nummer 160 in Englisch beschrieben. Ich wollte das eigentlich direkt dann ins Deutsche übersetzen, aber ich habe noch etwas weiter nachgedacht und ich denke, ich will das jetzt neu frei formulieren, weil ich die Prioritäten ein klein bisschen geändert habe. Besonders über den Titel, die Namen und auch die Reihenfolge der Namen habe ich weiter nachgedacht und bin im Moment, also es geht darum, eine Webseite aufzumachen. Sei nicht erstaunt über den Titel, aber ich tue gern Englisch und spanische Wörter mischen. Besonders, weil wir hier in Spanien Canarias sind und offizielle Sprache Spanisch ist. Aber wenn ich Dinge weiter erforsche, tue ich das lieber in Englisch, weil da viel mehr Information ist. So, der Titel, der mir im Moment am besten gefällt, ist Webcam Model Escuela Canary Islands. Du weißt, Escuela heißt Schule, Webcam Model ist klar, Canary Island, Kanarische Inseln. Zuerst einmal will ich ein paar Worte über die Ethik und Moral von Webcam Modeling sagen. Manche Leute würden vielleicht das als Prostitution abstempeln, aber ich bin der Meinung, dass es eine gute Idee ist, Leuten, die besonders wenig Bildung haben, eine Alternative zur Straßenprostitution anzubieten, weil es sehr gefährlich und viele sexuell ansteckende Krankheiten und ungewollte Schwangerschaften gibt. Und natürlich die Gefahr bis zu Morden und Vergewaltigungen. Außerdem bedeutet Webcam Modeling nicht nur einfach ausziehen und masturbieren, sondern am Ende oft viel mehr ist wichtig, die Konversation. Was ich suche, sind Leute, die sich in Cyber Security, also in Deutsch, Internetsicherheit, hört sich bescheuert an, aber ja, ich will das ja in Deutsch machen. Auskennen, Webdesign wäre sehr gut. Und natürlich besonders in Richtung Webcam Modeling wenigstens Ahnung von dem Thema haben. Vorzugsweise Spanisch hauptsächlich sprechen, zweitens eventuell Englisch und drittens eventuell, aber nicht nötig, Deutsch. Aber es wäre schon gut, wenn sie relativ gut Spanisch sprechen. Und von Vorteil im Süden von Gran Canaria, ja. So, vor fast 20 Jahren habe ich ein Apartment hier bei den Maspalomas gekauft. Ich wollte schon
ab und zu verkaufen, aber ich denke, ich werde es jetzt für diese Business-Idee nutzen. Das Apartment ist so eingerichtet, dass maximal 10 Models als Schüler kommen können. Und der Eintritt ist wie nach Nachfrage. Wenn viel Nachfrage besteht, ist Eintritt, wird für Eintritt verlangt. Ansonsten, dadurch, dass wir bald eine eigene Webseite aufstellen, können wir eine kleine Summe bezahlen, wenn die Schüler, wenn die Models üben. Eine kleine Summe, wie gesagt, und so finanziert sich das Ganze. Der Rest natürlich wird aufgeteilt zwischen, also ich werde wahrscheinlich nicht so oft hier sein, ich werde wahrscheinlich oft in Deutschland, weil meine Mutter und so weiter. Und deswegen suche ich Leute, denen ich, also eigentlich speziell eine Person, die sich um die Organisation der Schüler, die dann auch von gegenseitig lernen können. Also man muss nicht die ganze Zeit da sein und denen erklären, sondern natürlich ich werde dieser Person, also die Schlüssel von Apartment, Laptop werde ich da lassen. Aber eine gewisse Kaution. Der Schlüssel ist dann speziell für dich, aber nicht den Models geben, weil die eigentlich nur Schüler sind, die werden nicht lange bleiben, sondern wenn die dann genug gelernt haben, wollen die ihre eigene Webseite aufmachen. Wie gesagt, es könnte sein, dass das rund um die Uhr funktioniert, dass einfach die Leute halt, dass immer mehrere, maximal 10 Models hier im Apartment sind und manche gehen und kommen. Und dadurch ist auch nicht nötig, da den Schlüssel zu geben, nur durch jetzt Kontrolle, wer kommt und so weiter, dass hier Sicherheit ist im Apartment, dass das Laptop keine Flügel annimmt und so weiter. Deswegen auch gewisse Kaution. Aber ich denke, wenn sie dann praktisch gegenseitig voneinander lernen, also dass praktisch jeder ungefähr vielleicht halbe Stunde oder wie lang eine Sitzung dauert, da halt am Laptop ist und die anderen schauen zu und das geht dann im Kreis rum. Jeder kriegt dann nach der Reihe kommt ans Laptop dran. Und wenn das hier Erfolg hat, hier in Gran Canaria, plane ich dann auch auf den anderen Inseln, dasselbe Businessmodell aufzumachen. Unter derselben Webseite, wo ich jetzt im Moment denke, ich an den Namen Webcam Model, Escuela, also Schule, und Canary Islands, Kanarische Inseln, weil ich einfach halt erstens Spanisch und zweitens Englisch. So, für mehr Informationen kannst du den vorherigen Video 160 und ich anhören und ich denke bald werde ich vielleicht noch erst einen in Englisch machen, bevor ich dann einen in Spanisch mache. Weil der Spanische, je öfters man etwas übersetzt, wird es dann mehr durchdacht und perfekter.
Ich möchte dich dazu motivieren, deine Kommentare auch auf dem Voice Recorder aufzunehmen und eventuell, falls du mehr Interesse hast, natürlich noch mehr diese Themen Cyber Security und Webcam Model, wie das alles funktioniert, zu studieren.